Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, ich bin wieder soweit auf dem Damm. Und wie soll ich sagen, auf dem Damm? Naja, egal. Das soll es jetzt nicht tangieren, warum heißt es auf dem Damm? Ja, auf jeden Fall geht es mir wieder soweit ganz gut. Und dann dachte ich erzähle euch eine Geschichte. Also, es ist so. Oder besser gesagt, ich erzähle euch mal was über mich. Also, falls ihr übrigens geknabbert hört, das ist Leo, der hockt da unten und ich halte ihm eine Klorolle hin. Eigentlich ist es eine Papiertaschentuchrolle. Nee, nicht Papiertaschentuch, sondern Zebra. Ja, also ihr wisst schon. Egal. Entschuldigt. Ja, als ich ein kleines Mädchen war, war es oft so, dass ich die Schule nicht so gut fand. Und ich bin dann immer irgendwie, bei mir war es dann so, dass ich vor lauter Stress vom Gedanken in die Schule zu müssen, physisch krank geworden bin. Und bei mir war es dann wirklich immer so, dass ich die komischsten Sachen bekommen habe. Sowas wie Probleme mit dem Solarplexus, habe ich euch schon mal im Video erzählt, nämlich meinen Blinddarm. Ich hatte die übelste Anfangszeit, was periodenmäßig angeht. Also es war wirklich. Ich war zum einen recht froh drüber und zum anderen fand ich es auch furchtbar, weil, ja, froh, weil ich dann nicht in die Schule musste. Nicht so cool, weil ich fast ausgeblutet wäre. Ja, und dann hatte ich so Sachen wie, ich hatte wirklich, ich glaube, wenn du mich so ganz genau fragst, glaube ich hatte in der Schulzeit, hatte ich Burnout. Also ich war wirklich teilweise richtig ausgebrannt. Und da war noch nicht mehr ausgebrochen gewesen bei mir. Da war es schon so, dass ich tatsächlich richtig Erschöpfungszustände hatte. Wobei, naja, ist immer so eine Frage. Es kommt immer darauf an, wie man den Asperger sieht. Ist der Asperger eine Impfschadengeschichte oder ist es was Genetisches? Wenn es was Genetisches ist, hatte ich ihn ja wirklich schon immer. Wenn es ein Impfschadensding ist, dann ist er ja ausgebrochen. Ist so eine philosophische Frage in dem Punkt. Aber auf jeden Fall war es dann immer so, dass ich krank geworden bin. Und ich hatte immer komisches Zeug. Also nicht so im Sinne von, Elenchen hat eine Erkältung. Nein, Elenchen hat eine Erkältung und irgendwie noch so gefühlt irgendwas, was aus dem Schrembel rausgekommen sein könnte. So, jeder Medizinstudent hätte mich als tolles Erstobjekt betrachten können, weil die Krankheiten, die ich immer gehabt habe, die waren so. Huch, woher hat sie das denn jetzt schon wieder? Also ganz ehrlich, ich bin so der Typ Mensch gewesen. Ich hätte mich zu meiner Schulzeit nicht gewundert, wenn ich nur damit ich nicht beim Sport mitmachen muss, Malaria bekommen hätte. Kann euch meine Mutter bestätigen. Ist wirklich so. Also ich war da wirklich. Ja. Und dadurch, dass ich immer so komische Sachen hatte, teilweise, wo man wirklich dann immer so nachschlagen musste, was ist das jetzt? War es dann so, dass ich mir angewöhnt habe, viele Sachen zu googeln. Ja. So das Prinzip Dr. Google. Ja. Ich glaube, so langsam kommt man drauf, was ich euch gerade erzählen will. Auf jeden Fall habe ich dadurch mir einen kleinen Wissensschatz an medizinischen Geschichten zugelegt und ja. Und das ist jetzt so, dass ich inzwischen an einem Punkt meines Lebens angekommen bin, wo ich teilweise Sachen, also ich kriege einen Husten und anstelle, dass ich dann denke, ja, ich habe eine Erkältung, ist es gleich Lungenkrebs. So richtig so dieses Prinzip, so ja, ich sterbe jetzt wahrscheinlich. Oder wenn irgendwas passiert, ich gerate unglaublich schnell in Panik, wenn irgendwas nicht so nach dem Ablauf meines Körpers, den ich gewohnt bin, passiert. Es muss nicht mal was Krankheitsmäßiges sein. Es kann auch einfach nur sein, dass ich zum Beispiel, ja, wenn ich vergiss, dass jetzt wieder der Sommeranfang ist und dass man jetzt müde ist, und dann gerate ich schon total in Panik nach dem Motto, was stimmt jetzt nicht mit mir? Warum bin ich jetzt plötzlich im April so müde? Obwohl es doch eigentlich mir gut gehen müsste. Warum geht es mir jetzt nicht gut? Obwohl die einfachste Lösung ist, nicht das trabende Zebra zu denken, sondern ein Pferdchen, nämlich, naja, die Sonne kommt raus und du wirst eben müde. Ja, ich erzähle gerade von meinem Hypochonder. Ja, und dann ist es aber so, dass ich tatsächlich, ich drehe total dann am Rädchen und bin dann auch immer übertrieben, weil ich eben, sobald etwas nicht ist, wie es nach meiner Ansicht, also was meine Ansicht zu meinem Körper ist, sein sollte oder ist, bin ich. Ich bin ein Hypochonder. Und ich bin es nicht nur so ein bisschen, also nicht so nach dem Motto, ich könnte jetzt eine Erkältung haben, Gott, wie schrecklich. Nein, ich gehe dann immer davon aus, ich habe
meine Nase läuft. Oh mein Gott, ich habe mir irgendeinen total tödlichen Virus eingefangen. Ja, nicht nur so irgendwie so ein bisschen tödlich, nein, nicht nur so ein bisschen erkältungsmäßig, nein, ich bin immer schon halb an meine Mutter sagen, organisiere auch eine schöne Beerdigung für mich, meine Nase läuft. Ja, und vor kurzem ist mir dann aufgefallen, dass ich, ja, aber mein Hypochondertum von mir ist für mich nicht nervig. Anstrengend, aber nicht nervig. Meine Mutter nervt, aber sie ist für mich nicht anstrengend. Och Aber nee, gleich Eierstockkrebs. das war nicht nur Bauchweh, das kannst du nicht so aufs Bauchweh Aber es reduzieren. war auch kein Eierstockkrebs. Ja gut, jeder würde denken, wenn er sich die Hüfte verkürnt, wie vertut, dass das vielleicht etwas, dass das vielleicht Eierstockkrebs, eine Zyste oder eine gar Endometriose sein könnte. Das hätte jedem passieren können, okay? Ja, ich Und wüsste nicht, was das ist. wenn du googelst nach den Symptomatiken, kommt immer raus, du bist schon tot, okay? Also ein Tipp von mir als Hypochonder, Google googelt nicht. nicht. Geht erst irgendwo hin oder zum Arzt oder zu euren Eltern, aber googelt nicht. Das hilft nicht. Aber was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist Folgendes. Das erste Mal, dass es für mich selbst persönlich etwas Schwieriges gewesen ist oder schwierig geworden ist mit diesem Verhalten, wo ich mir dann gedacht habe, so kann ich nicht weitermachen, war vor kurzem. Also, ihr müsst wissen, ich hatte schon viele Häschen. Zwei meine Weibchen sind an, nee, eigentlich alle, ja, alle sind an Eierstockkrebs gestorben, alle meine Häsinnen. Einer meiner männlichen Hasen, nee, eigentlich beide männliche Hasen sind an Blasensteinchen gestorben. Und Schnuffel, den kennt ihr gar nicht, der Schnuffel, bevor ihr da wart, starb Schnuffel schon. Auf jeden Fall hat Schnuffel immer so eine Angewohnheit gehabt, kurz bevor er gestorben ist. Er hat immer geniest. Und ja, also, und das Ding ist, er musste immer niesen und das war, ja. Und Issy hat mal eine olle Schnarcherin. Und ja. Und es hatte auch immer so ein Quietschgeräusch. Und es hat sie nicht erst vom Tod angefangen, es hat sie schon 2 Jahre vorher angefangen, aber trotzdem. Das muss man mal kurz als Kontext erwähnen. Hat jetzt geschnarcht Könntest du bestimmt jetzt und bitte meinem Video nicht vornehmen? Es reicht mir schon, dass du mich mit den Geräuschen gedisst hast, okay? Also schön. Auf jeden Fall war es dann so, dass vor ungefähr 3 Monaten, könnte auch ein bisschen länger her sein, ihr müsst jetzt noch kurz dazu wissen, der Chip, also mein erstes Männchen, ist am 24. Dezember gestorben. Weihnachten. Tolle Geschichte. So für mich überhaupt nicht, aber für ihn war es toll, weil er hat echt gelitten. Na, gut. Kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall war es dann so. Ach, und in dem Jahr ist auch mein Onkel noch gestorben, am 25. Aber das ist eine andere Geschichte. Entschuldigt, ihr wisst schon, ich kann nie bei einem Thema bleiben. Da habe ich ein bisschen Probleme mit. Auf jeden Fall war es dann so, dass kurz vor Weihnachten, ein paar Wochen davor, hat dieser kleine Mann, ja, dieser kleine fitte Mann, hat angefangen zu fiepsen. Und zwar viel zu fiepsen. Und meine. Schnarchen. Ich wusste nicht, dass er schnarchen ist. Jetzt kennst du auch. Auf jeden Fall war es dann so, dass es so ist, dass ich dann im Internet gegoogelt habe. Was könnte das sein? Und da kam dann, egal was es ist, man soll, sobald Atemgeräusche beim Hasen zu hören sind, zum Arzt, weil es könnte ein Lungending sein. Und Hasen sterben innerhalb von Stunden, wenn es ein Lungending ist. Also habe ich gemacht, was ein erwachsener und vernünftiger Mensch macht. Ich bin zu Mami gerannt und habe heulend gesagt: Mami, ich glaube, mit Leo stimmt was Und dann habe ich meiner Mutter voll das Leben schwer gemacht über Wochen, weil nach dem Motto, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Und ich mach mir immer noch Sorgen. Also es ist nicht so, dass ich darüber hinweg bin, aber inzwischen versuche ich es etwas zu ignorieren, weil es tatsächlich, ja, ich meine, ihm geht's, er Ich schnarcht. bin wie ein Turnschuh. Ja, er schwitzt wie ein Turnschuh, er ist dynamisch, munter, frech. Er hat gestern sogar einen riesengroßen Stuhl, der schwerer ist, als der mindestens dreimal so schwer ist wie er, umgeschubst. Also, um den muss man sich keine Sorgen machen. Aber für mich ist es
Das Ding, das ist mir damals erst bewusst geworden, an Weihnachten, ich habe nicht so bei ihm hypochondert, weil wirklich er in den Augen für mich krank war, sondern weil sich da viel für mich überlappt hat. Zum einen, weil der Schnuff hat auch so angefangen mit Atemdingern und so weiter, kurz bevor er gestorben ist. Der Chip ist auch kurz vor Weihnachten gestorben und da sind dann halt zwei tote Hasengeschichten mehr oder weniger auf einen zusammengeprallt und dann hat sich bei mir im Kopf was zusammengerollt und ich habe in dem Moment nicht mehr klar denken können, sondern ich habe dann nur noch gesehen, ich will nicht schon wieder einen Hasen verlieren, bloß weil ich nicht drüber nachgedacht habe, dass es ihm nicht gut geht und dass nur weil ich aus Versehen übersehen habe, irgendwas. Ja, genau, Leo. Mami hat einen Knall. Glaub's mir. Es funktioniert schon, Leo. Wir beide kommen trotzdem klar, auch wenn ich ein bisschen verrückt bin und ein Hypochonder. Noch wenn ich dich immer halbtot quatsche, obwohl es dir gut geht. Nee, aber es war für mich in dem Moment weniger das, dass es ihm nicht gut ging oder so, weil ihm ging es gut wie sonst was. Ich konnte es aber gar nicht sehen, weil ich in dem Moment was anderes gesehen habe. Und deswegen jetzt mein bester Tipp für Hypochondrie. Meine besten Tipps. Erstens, googelt nicht. Gar nicht. Geht nicht ins Internet, googelt nicht. Wartet erstmal einfach mal 3-4 Tage ab und wenn es dann nicht besser ist, dann könnt ihr ja immer zum Arzt gehen. Aber besser zum Arzt als Dr. Google. Weil Dr. Google quatscht euch und eure Tiere immer tot. Glaubt's mir. Unser Hund hat auch komisches Verhalten gehabt und alle Symptome, die ich hatte, waren irgendwelche Krankheiten, die nach 3 Wochen zum Tod führen. Also, das ist einfach immer so. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, Google hat da irgendwie so einen Fetisch, aber das ist auffällig, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, dann der nächste Tipp. Wenn es um Tiere geht und ihr schon vorherige Tiere habtet, dann wartet ab, auch wenn es schwer ist. Lenkt euch ab im Sinne von guckt einen Film oder so und beobachtet, ob es schlimmer wird, ob es besser wird, ob es gleich bleibt. Ich bin so kurz davor, obwohl ein Video hier steht, den Mittelfinger zu zeigen. So kurz davor, ehrlich. Nur noch so ein ganz klein bisschen. Er findet es schön, wenn man ihm so ein bisschen ins Öhrchen massiert. Ja. Echt geil. Der Kuh ist die Runterbewegung, der Hase die Raufbewegung, okay? Und wie du siehst, genießt soll er das. Also wirklich. Entschuldigt. Unternehmt was, aber wenn es euch Sorgen macht, beobachtet es. Aber seid jetzt nicht so im Sinne von 24 Stunden vorm Hasenkitter, sonst schläft der arme Hase oder der Hund oder weiß Gott, welches Tier ihr habt, auch nicht mehr. Und die werden dann auch nur schaller und dann wird es eher schlimmer, weil sie sich dann mit reinsteigern. Ja. Und dann noch der nächste Tipp, wenn ihr so eine fiese Mutter habt wie ich, die ständig euch mobbt die ganze Zeit, sogar während der Videoaufnahme, obwohl ihr unter schwerer Hypochondrie leidet, dann Hypochondrie, dann tut mir einen Gefallen. Ignoriert sie. Macht's wie ich, ignoriert es einfach. Und es ist eigentlich echt Vollmobbing, einen, der gerade jemanden, der gefühlt nur 5 mm vom Overlord entfernt ist, der gerade noch war, so derben, zu ständig zu mobben. Es ist nicht nett. Ich ziehe jetzt gerade voll die Overlord-Karte. Wenn wir jetzt bei Magic the Gathering wären, hätte ich jetzt 10.000 Schadenspunkte bekommen wegen Bösartigkeit. Ja, gell. Na gut, entschuldigt. Qualitatives Video minus 10.000. Ja komm Leo, ein bisschen mehr Mühe. Er war auch schon mal bemühter. Wie seine Großmutter. Keine Mühe, gibt sich keine Mühe mehr. Mobbt nur noch von der Seite. Na gut, das war alles, was ich euch dazu sagen kann. Ich wollte euch das mal erzählen. Vor allem ist es für mich oft so, dass ich Sachen, die ich euch erzählt habe, irgendwie anfange, besser in den Griff zu bekommen. Also dachte ich, ich erzähle euch das, was meine Mutter am meisten nervt an mir. In der Hoffnung, dass es jetzt besser wird. Drückt mir mal die Daumen. Ich werde euch mal so in 1-2 Jahren ein Update-Video dazu drehen. Sprach sie und vergaß es ewiglich. Ja, das war alles. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt. Dieses, wenn man über irgendetwas... Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe gerade meinen Hasen aufs so Handy am Ohr gezogen, weil ich da dachte, da wäre mal sonst was. Es läuft noch nicht so ganz gut mit dem Videodrehen. Ja,
Auf jeden Fall, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das, oh Gott, ist das süß, ob ihr das auch kennt. In die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die band.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin. Tüdelü.